Tja, meine lieben Freunde, wer hat Bock auf den Flohmarkt zu gehen? Ich schon, ja. Und falls du das erstmal am Start bist, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Wir legen los und schauen mal, was hier abgeht. Was gefunden wird. Ich wollte auf 5 Garage Sales. Okay, 5 Stück. Haben wir also einiges zu sehen heute. Ich finde es ja immer noch lustig, dass die Amis eben die Preise mit draufschreiben, ne? Erstmal nichts Besonderes dabei, würde ich sagen. So auf den ersten Blick. Ja, das sieht ein bisschen spannender aus, aber auch... Oh, Mega Man, nice. Ist zwar nicht... Naja, was heißt, Mega Man ist eigentlich immer stark, aber es gibt stärkere Mega Man-Titel. Der Film noch ein bisschen runter, mein Freund. Bisschen runter noch. Mega Man Legends. What's on your games here? It's a dollar. Dollar piece. One. Die nimmt man mit, ja. 2, 3, 4, 5, 6 of them. Awesome. Change. Ja, grandios. Ganz ehrlich, Leute, grandios. $1 pro Game. Nur gute Games. Ja, was willst du mehr? War erstmal nicht so vielversprechend hier. There you go. Oh, okay. Thank you so much. Be sure to like and subscribe. Du auch, mein Freund. Erstmal Überblick verschaffen hier. Seht ihr diese Teile hier? Ja, ich war ja auch in Amerika, in Texas waren wir unterwegs und haben dort geschossen. Das war richtig cool. Ja, da ist das ja alles ein bisschen easier. Da konntest du egal welche Waffe auswählen, da war so ein Schießstand. Ja, und dann hatte man eben diese Mannequin hier. Ich glaube, dazu gibt es auch Aufnahmen im Vlog. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber wir haben ja auf Wild Souls, auf unserem Reisekanal, dazu eben auch Videos gemacht. War mega geil, mega cool, vor allem in Texas, ne? Das Ding ist sogar an. Ja, hier kann man rumwühlen, ja. Vielleicht verbirgt sich da noch die ein oder andere PSP, PlayStation 2 oder PS Vita. Oder eben ein schöner Walkman. Oh, ich sag's noch. Nice. Ja, die kann man eigentlich alle mitnehmen. What's up, buddy? Hey, how's it going? Good, good. Boah, das ist aber schon sehr abgerockt. Was ist das denn? Was ist das für ein Gerät? Könnt ihr mir das mal in die Kommis schreiben? Davor hatten wir auch so ein komisches Gerät mit so einem grünen Flackern, ne? Keine Ahnung. Seekonic. Navi. Navis sind halt in Deutschland auch immer sehr schnell weggegriffen, ja? Also die sind sehr beliebt und viele Leute wissen auch, dass man damit gut Geld machen kann. Deswegen, Tipp von mir, auf Navis achten, auf dem Flohmarkt. Ha, direkt kaufen, damit man seine Sachen damit tragen kann. Ich meine, wenn du jetzt so eine Antique-Booth hast, ja, irgendwie so einen Antikladen,
dann kann man natürlich auch viel solcher Sachen mitnehmen, ja? Okay, dann kann man die dort aufstellen. Did you guys already sell those telephones that were in the picture? Those Panasonic phones? Er fragt jetzt, ob die Telefone schon verkauft sind, die man auf dem Picture gesehen hat. Er meint damit das Picture eben von der Zeitung oder vom Marketplace, ja? Keine Ahnung, worüber er jetzt diesen Flohmarkt hier gefunden hat, aber meistens gibt es da so Apps oder irgendwelche Anzeigen, ne, wo man dann eben diese Garage Sales findet. Oh, is it? Oh, okay. And they sleep in, they're not open yet. Gotcha. Oh, they are open? Okay. All right, what we got? 10 and then 50. Er verhandelt wieder nicht. There you go. Uh-huh. Don't worry about the quarters. Oh, okay. Thank you so much. Uh-huh. Sie haben jetzt gerade gesagt, am nächsten Haus gibt es diese Telefone und anscheinend sind die gut, denn sonst hätte er wahrscheinlich nicht so akribisch nachgefragt. Eine Schlange? Wow, okay. Stupid sign caught me off guard down there. What's that? Stupid sign caught me off guard down there. Yeah. I just put it in the GPS and I stopped too soon when I saw the sign. Yeah. Why did the guard say it? Never seen this before. I've been doing this for a while. Oh, erinnert ihr euch an das letzte Video von mir, also von dem Reaction-Video auf dem Flohmarkt, wo die zwei Dudes unterwegs waren? Die haben auch diese großen, ja, Figürchen gekauft, ja? Waren auch gut was wert. I figure everyone's coming for those. Yeah, who knows? I know they're good. I don't want to ship them and I don't want to storm till October. Yeah, yeah. Yeah, exactly. You're asking $300 for the little old set. Really? Yeah. I mean, it's actually, it's not bad. No, it's not terrible, but yeah. They're not gonna fly off the shelf. Es geht los. Woo! Hyped. Ich wusste, dass er direkt zu den Telefonen rennt. Ja, war klar. Also er wird zum Schluss mit Sicherheit sagen, worum es da geht, warum er die unbedingt haben möchte. Ich bin sehr gespannt, ich kann es nämlich so aus dem Stegreif nicht sagen. Klar, sie sind verpackt, aber ich bin gespannt. Okay, if I lay some stuff down somewhere. You betcha. Er will sich die also reservieren, ne? Also worum geht es hier? Ich weiß, Digitaltelefone sind gut was wert, ja? Jetzt die Frage, wie teuer sind diese zwei Telefone hier? Ich meine, ein Huni macht er vielleicht. Mysterious. Wow. Would you make a deal if I bought all these phones here? 15, 20, 15. Ah, okay. 15 US-Dollar kostet eins. Das ist natürlich nichts. Gut, wer natürlich alle mitnimmt, hat der 600 US-Dollar. Would you do maybe like 15 and then like 10 a piece on those? This is fine. Wait, 10, 20, 30. How about 50 for all? 50, okay. Then I'm gonna keep looking, okay? Ihm war klar, dass er das trotzdem mitnimmt hier, aber er wollte, weil er eben so viel nimmt und weil die Dinge so groß sind, noch mal handeln. Hat sich hier gelohnt. Nicer Deal auf jeden Fall. Just make out a deal. Are they all go to ARK? So it's 55. 55 so far, yep, thank you. I'm
Oh, ist das ein Plotter oder was? Oh, ganz knappes Ding. Sind fast rausgefallen. Zielt Elvis Kassette. Ah, sieht natürlich spannend aus hier, diese Big Box als VHS-Variante. Sure, I'm gonna grab those. Okay. How much on the box of cassettes? I didn't see it. Let me ask my brother. Oh, wait. Oh, okay, dollars. Oh, okay. All right, thank you. Er wollte die Kassetten hier mitnehmen, weil er viel mit so Waren handelt, ja. Wenn man sich auf eine Sache spezialisiert hat, dann macht es Sinn, in dieser Sache noch tiefer zu graben. Das bedeutet, du nimmst noch mehr Kassetten mit, weil du ja eh schon welche verkaufst, weil dann kannst du mit jeder Kassette eben 1 Euro machen und dann summiert sich das zum Schluss. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn jemand also ein Vinyl bei euch kauft und ihr jetzt diesen ganzen Kasten der Kassetten habt und dann bei dem Vinyl nur eine Kassette dabei gelegt wird, dann ist das Cashflow, der immer da ist. Ja? Und sowas macht dann natürlich auf jeden Fall Sinn. It was in this box that says $1 each. Thank you. Er ist aber schon ziemlich nett, muss man sagen. Ne? Also ihm würde ich auch gern was verkaufen. Ich habe auch ein paar Sachen. Komm mal her, mein Freund. Okay. Oh, alte Karten auch noch. Ja, schön. Jetzt fehlen nur noch Videospiele. $40 für die ganze Box, das würde ich an dieser Stelle machen, denn es ist einfach nur nice, sich mal ja, so ein Konvolut zu kaufen und dann später zu Hause zu schauen, was ist denn da so drin, ja, hatte ich hier Glück oder nicht, und meistens hat man Glück, also die $40 kriegst du schnell wieder rein, da müssen jetzt 2, 3 Autographs drin sein, die relativ gut sind, dann hast du den Preis auf jeden Fall schon raus mit 2, 3 Karten. All right, I got another dollar. Oh, all right. That should do it for me. I can get that off. Hey. 67. Yep. Hat er einiges gekauft und echt wenig bezahlt, muss man sagen, ne? Ja. Sie denkt sich jetzt hier gerade, Alter, mach doch die Kamera aus. Was filmst du mich hier in meinen letzten Lebzeiten? Keine Joke. Do you have enough change yet? Yes, just one second. It's all right here. Thank you so much. You're welcome. We brought out more. Es ist doch immer wieder Wahnsinn, ne? Man denkt sich so, ja, der Haushalt gibt das ab und jemand anderes interessiert sich dafür, ja? Also wir müssten gar nicht so viel Müll produzieren und so viel Neues produzieren. Wir könnten uns damit über Wasser halten, was wir alle schon besitzen und dementsprechend tauschen, wie auch immer. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Also es findet sich immer jemand für deinen Kram, den du nicht mehr brauchst. Es muss auch nicht immer neu sein. I tell you, well, here comes the school bus. Don't let off those kids here. Oh, back, 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 back. Thank you. 68, 69, 70. How much you got on that little guy? That was $1. $1. Take it. Thank you. Here, I'll put it in the bag. Classic Mario Portemonnaie here. All right, good luck to y'all. Thank you. Where are you parked? Across the street. Oh, I think well, I'm okay. I'll help you. Okay. Now I'll let you get that. Yeah, that's heavy. Heavy. I'll carry you. Awesome, thank you. I got him. Thank you so much. You are welcome.
I'll just all right. Put them down. Good luck with everything. Sounds good. Thank you. Nächster Flohmarkt, meine lieben Freunde. Schreibt mal rein. Bis jetzt geht so, ne? Für mich eine 6 von 10. Aber wer weiß, was noch kommt. Ja? Das ist das Schöne am Flohmarkt. Man weiß nie, was kommt. Und dieser Vorort schon wieder. Ich könnte ja... Ah, will mich da einfach auf den Rasen legen. Oh, schöne alte Mützen, beziehungsweise Caps, ja, in dem Sinne. Oh, das ist eher mein Tisch hier. Ja, der wird mich anziehen. Schöne Gesellschaftsspiele, Autos, vielleicht ein paar Figürchen. Ja, ja. We go to that estate sale thing over on 600. Which one? Where is that now? It's over on 600. No, I haven't been. Is that, did you it starts at 9. Oh, okay. No, I haven't. I've, did you have yeah, I paid. I need dollars. I just gave him back the buck. Transformer noch. You could probably set your stuff down if I did this. Oh, okay. Oh, I guess another 5. Sorry, thank you. Thank you. Modern Warfare 2 war ein geiles Game, Leute. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war so süchtig. Würde es gerne mal wieder spielen, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Beziehungsweise ist man dann so ein bisschen abgeschreckt von der Grafik und allem. Beziehungsweise sind überhaupt noch Lobbys offen? Ich habe keine Ahnung. The address real quick. Okay. Starts at 9. Okay. There's an estate sale that's apparently going on. There's actually several other garage sales, two more down. Where's the estate sale, buddy? 600 West, South 600 West. It's down. Just on Mount Comfort. Mount Comfort Road. Yeah, just down this way. About a mile from 40. Und jetzt hier den Controller mit, ohne Kappe. Hmm. Yeah, then you go down that way. I didn't see any signs, though. But, there's one on 500. Yeah, that's one. Jetzt haben wir da Jumanji hier oben. Krass, das sieht original aus wie das aus dem Film. Sonst nichts Besonderes. Ein paar Sealed Products, ein paar Hämmer und so. Ja. Da lohnt sich mit Sicherheit noch einiges. Ich glaube, ich hätte mich mit dem Jumanji da hinten verschossen. Das wäre wahrscheinlich ein Fehlkauf geworden bei mir, aber ich glaube, ich hätte das nicht liegen lassen können. I'll see you later. Alright, buddy, take care. Yeah, what do you have on this little controller here? Dollar. Dollar. Deal. Ah, die sieht schon nice aus hier, die Starter Cap. Starter ist halt auch stark, gerade 90er Jahre, ne? Kann man auch drauf achten. Starter-Logo habt ihr gerade gesehen, das ist dieser Stern und dann steht da noch Starter dabei. Oh, nice. How much you ask for on the hats? The hats are 10 cents a piece. Okay. I've got price to move. 4 boxes of hats. 10 Cent a piece, ja? Also da hätte ich das ganze Ding hier mitgenommen, warum denn nicht? Machst du doch nichts falsch. I'll put these over here and look through them a little bit better.
Also Caps können sich natürlich auch richtig lohnen, ne? Und für 10 Cent, ich meine, why not? Ich würde sagen, die Disney Cap ist die stärkste von den Caps, die jetzt dort zu finden waren. Look at this last box. Magic Legends? Magic the Gathering? Okay, krass. Mhm. Sieht auch alt aus. Ja, ich glaube ja. Okay. Ich will ja manchmal spulen, ja, nach vorne skippen, aber ihr wollt das ja immer nicht, deswegen lasse ich's. Mann! Ja, fuck. Are you sure this one says 5 too? Oh. Oh, sorry. I thought there was a quote. So that's, okay, like 15 or so? 14. 14. Let's do 14 and work, thank you. Er hat sie jetzt darauf hingewiesen, dass sie sich verzählt hat beim Preis. Real Talk, Leute, wer ist so ihren Mann und sagt ihr, pass auf, du hast dich vertan. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, Real Talk. Also, hätte ich es gemerkt, hätte ich es natürlich gemacht, aber ich glaube, ich hätte da nicht so drauf geachtet und so. Ja. Do you have any change? Oh yeah. I gave you 2 tens, yeah. Thank you so much. I could probably carry that Jeep. Baby, sag mal hallo für mein Video, bitte. Sag hi, Champs. Thank you so much. Have a great day. Morning, how are you? Good, how are you? Good, thanks. Nächster Sale. Boah, das kann man schon geil ausbauen hier. Space Jam auch einfach legendary. Hi. I'm gonna keep looking, but is there like a list to go inside? He's just taken 2 at a time. They're going in next. Okay. Because if anybody buys furniture, like he said, he was wanting to put sold on. But okay. Yeah, you. Ah, das ist dieser Estate Sale, was die da vorhin meinten, ne? Also, dass man eben auch reingeht. Also, sowas wie eine Haushaltsauflösung eigentlich, oder? Ja, ich glaube schon. Und da muss man sich dann eintragen, dass man da mit will, weil ich glaube, man kann da nicht alleine durchlaufen. Ist ja logisch, ne? You can either. You can put it on that table because okay. we're not using these. Yeah. All right. And I'll just wait my turn on that then too. Okay. Thank you. Ich sehe aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich gucke ja die ganze Zeit mit, aber jetzt sticht mir eigentlich noch nichts ins Auge. Ganz cool, aber wer nutzt sowas noch heutzutage? Vielleicht in seiner Antique Booth. Das ist cool.
Schwarzwecker sind auch oft gut was wert, vor allem wenn sie gebrandet sind, ja, von der Marke oder so. Ah, 20 Bucks, bisschen viel. Man merkt hier in diesen Videos immer richtig, wie krass dieses NASCAR-Thema ist, ja. In Amerika ist das so ein großes Ding, diese Autorennen. Hast du bei uns ja kaum hier. Nur Formel 1. Hey James, was geht ab? Ich hoffe, ihr habt alle den James-Kanal abonniert. Yeah, Leute, das war Sunny. Checkt auf jeden Fall den Link unten in meiner Infobox. Da findet ihr den Kanal meiner Freundin. Let's go. Ich will hier noch was Cooles finden jetzt. Bless his heart. Oh, sure. I used to have garage sales all the time. Me and my mom. And trying to get him to get situated. Get his stuff out of here. Also Antikkram ist echt nichts für mich, ne? Das sage ich euch, wie es ist. Antikkram kannst du mich mit jagen. Ich meine, manchmal kann ich Dinge auch nicht liegen lassen, ja, weil ich mich... Also, wie soll ich sagen? Wenn man etwas ein bisschen kennt und dann ein Highlight sieht, dann muss man das natürlich mitnehmen. Aber ich mache das ungern. So Antiksachen, ne. There you go. Let me carry it for you. Okay, thank you. Got it. Had to empty a 60-year loom. Yeah, it's... Wow. And it was upstairs in the attic, upstairs in the middle, in the down... $1 für diese alte Schachtel hier. Yeah, it's been... We've just now got to the point where we can start selling. Right. Manchmal hängt an diesem Ding ja auch ein emotionaler Wert, ne? Auch schön. Mann, überleg mal, was solche Sachen aktuell auf, keine Ahnung, Urban Outfitters kosten. Da gibt es ja auch so eine Art Vintage-Kategorie. Da kostet so eine Schale hier, keine Ahnung, 90 Euro, ja. Und das sind meist auch nur Dinge vom Flohmarkt oder aus Haushaltsauflösungen und so weiter und so fort. Wahnsinn. Auch das, wie krass das aussieht eigentlich, ne? Boah, die muss man mitnehmen. Das meinte ich. Hätte ich auch gemacht. There's three pieces. Oh. See three? Oh, the other brush, yeah. It didn't look like it matched, so I wasn't sure. Okay. Five. Five, sure. Yes. Ich hätte den dritten auch noch mitgenommen. Vielleicht ist das ein ganzes Set. Ich meine, sie wollte jetzt $2 haben und die sahen wirklich krass aus, die Sachen, ne? I'm gonna leave my pile and I'm gonna go wait in line. Okay. Thank you. I think they just went into your own thing. Okay. Yeah. Oh, jetzt gibt's noch eine Haushaltsauflösung hier. Nice. We just have a lot of small stuff and I'm just trying to keep track of everything. Hi, killer. Hi, killer. Auch krasse Möbel eigentlich, ne? So richtige Antikmöbel. Boah, das sieht so mir nicht geheuer aus, sag ich mal. Bisschen gruselig. Hi, Buddy. Hi. Aber so ein Haus kann man richtig schön machen. Ich weiß nicht, warum ich auf so einem Trip bin, so ein Hausflipper-Trip, ja? So, Haus kaufen, richtig schön machen, dann wieder verkaufen. Hi. Aktuell natürlich ein teures Unterfangen. Is there any old costume jewelry or anything? All the costume jewelry is out there and I think somebody may have bought it. Okay. One fell swoop. Gotcha. Yeah.
and I don't have a price on that photo album, but that's $75, and it's full of old antique pictures of the people that I believe they built as the family. It's a photo album here. Wahnsinn. When they built the house. Oh, cool. Careful, look at it real quick. Yeah. Boah. Yeah, I can't guarantee, but I think that was here when Mom and Dad bought the place back in the 60s. And from... Ich muss ein bisschen spulen, Leute, wir sind schon bei 30 Minuten, das wird doch hier wieder nichts sonst. No, no. Now this was actually my cousin's grandmother's piano. She was a school teacher. Thank you. Do I pay for this in here? Pardon me? Yeah. Okay. I got locked. Oh, okay. I'm trying to limit the access. Du bleibst hier. Good luck. Huh? Next. I think I'm ready to pay you. Alrighty, what we got here? Alright, I just got this table then. I paid for this inside. Ich meine, im Endeffekt, er handelt ja eh nicht, von daher kann uns das egal sein hier, was er zahlt. 11, 12. Oh. Is the mirror and the brush gone? No, what did I do with them? Did that lady, this was yours. Where yeah. Where did she pick that up from? I'll just have to tell her. Yeah, yeah, somebody, I had it right somebody there. Somebody had already bought it. Yeah, she doesn't know that it was my pile. Yep. It's okay. Right. Yeah, wollt ihr das nochmal wegzicken hier? 5, 10, 15, 16, 17, 50? Yes. What you looking for? I need a... Das ist echt wenig Geld für so einen heftigen Pile, ne? Incredible. In the past, I've not done very well with like community type sales and neighborhood sales. It seems like they're super aggressively early birded. I mean, you can show up like a half hour early, like the whole neighborhood's already picked over. My normal garage sale strategy is to look for pretty large sales in less. Ah, er sagt, das ist da mega stressig, weil die Leute schon viel zu früh dort sind und dann schon alles weggraben in dem Sinne. Jetzt ist seine Taktik genannt. Populated areas where I can kind of take my time and don't have a lot of competition, and it just kind of works out for me. This weekend, however, there were a few nearby community sales and neighborhood sales. So I er achtet so ein bisschen darauf, dass er keine Competition hat. Übrigens, geiles Yu-Gi-Oh! Ding hier, damit er in Ruhe gucken kann. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du dich auch wirklich gut auskennst, ne? I decided just to kind of devote the weekend to garage sale hopping, not spending too much time at any one sale, and just kind of seeing what I could do. And man, did it turn out fantastic. What you just saw was day one, and day two was, believe it or not, even better. So I can't spend too much time, but let me just really quickly show you what I picked up on day one to resell. First sale right off the bat hit a mega score with this stack of games here. They were a buck a piece, so I spent $6. Got a couple Guitar Heroes. I do have an Xbox 360 Les Paul to lot that up with, a PS2 version. I got a couple Mega Man Legends for PS1. This game right here is complete in box, and it can sell for between 80 and 100 bucks. So that... Ja, sagte ich ja, Mega Man. That is awesome, and it was a great way to start the day. Needs a little cleaning on the bottom, but I'm super excited to have found that. Sale number two, which I thought I was at a different sale. And it... Ja, jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ja klar, Navi ist logisch, aber Rest hier. Honestly, I would have liked to have spent more time here, but I needed to get to the next one. See, that's the downfall with these community sales. I can't just like spend 45 minutes at the same sale. But I did pick up some really amazing stuff. Start with this. An old thermos. It was $1. I just like the Thermokanne halt, ne? Like the colors. A 1960 Indiana license plate, super rusted out, but it was only a quarter, and I just thought it looked cool. I don't know what this box is, but it was $2. Bicycle. And I just thought it was kind of cool. Super heavy duty and wooden. Maybe it held medicine or something. For another 25 cents, picked up this old JCPenney solid state AM radio. Battery compartment's clean. That should do pretty well. No real comps. Da hätte ich auch die anderen Walkman mitgenommen. On it, because I haven't seen any available. I'm thinking that should do pretty well. For $3, I picked up this Garmin, only because it was a Lifetime Maps version. It's a 50 LM with the charger and a case and a mount. I'll probably get $35 for that on the low end. This was the best score from that sale. I had done well with this brand before, Seekonic. So I went ahead and picked up this light meter. Super clean battery compartment. They actually stored the battery outside of the... Light meter, also Lichtmeter, Lichtmesser oder was? Outside of the unit, so that was smart. It was $4, and this sells for between like $70 and $90 just by itself. So the scores were definitely starting to add up at this point.
At the next sale, just right down the road, I had seen little bitty pictures of these phones in the list. Oh, sein Ring, Alter, er ist voll der Pimp. And I kind of zoomed in, I couldn't see what the model numbers were, but I was guessing that they were new old stock Panasonic office phones, which is exactly what they were. I think two were marked at 20 and two were marked at 15. I ended up getting them all for 50 just because I bundled them all. And that was a terrific deal. I used to buy a lot of the Panasonic cordless. Jetzt bin ich gespannt. Normalerweise gehen die so für 80, 90, 100 US-Dollar in dem Zustand. Phones and stuff. Not too interested in those anymore. There's a few models that are good, but for the most part, I stay away from them. But since these were new old stock business phones, I was pretty excited to buy these. These are all brand new. One of these KXT7020s are missing the manual. I'll just price that one a little. Ah, die sind aber schon offen gewesen. Das ist dann wieder nicht so cool, wenn dann was fehlt. A little bit cheaper and make note of it. But just kind of based on recent comps and what's available now, I'm probably going to price this one here at about 129. I'll probably price this KXT7030 at probably $89.99. Ja, habe ich gut geschätzt, oder, Champs? Der Ding kann's. I'll probably do $89.99 on one of these and the one without the manual, maybe $70. Okay, Leute, den Rest findet ihr in der Infobox, ja. Dort ist das Originalvideo verlinkt. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wir sind schon bei 40 Minuten, ey. Viel länger brauchen wir da nicht machen. Falls ihr noch hier seid, dann lasst mir gerne mal ein Symbol, ein Emoji in den Kommentaren da. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Falls ihr mich kostenlos abonniert habt, bis dahin, ich bin Dean Trapp.